Heute bin ich wieder unterwegs, mitten durch Bayern. Das Schöne an meinem Job ist, dass ich viele Menschen treffe, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Auch gleich wieder. Ich bin Reinhard Brandl und das ist mein MDB-Podcast. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Mein heutiger Gast ist bekannt für seine Tagebücher. Aber es sind nicht die Tagebücher von Hans-Peter Schneider aus Breit bei Eichstätt, Lehrer am Gymnasium in Geimersheim, sondern es sind Seppis Tagebücher. Denn neben seiner Tätigkeit als Lehrer ist er ein erfolgreicher Autor für bayerische Lausbubengeschichten. Lieber Hans-Peter, schön, dass wir heute beieinander sind. Finde ja. Servus, Reinhard. Und der Hans-Peter hat natürlich Seppis Tagebuch auch mitgebracht, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, um was es in seinen Büchern geht. Lieber Peter, willst du uns mal eine Passage vorlesen? Natürlich, auf jeden Fall. Ich würde gleich einfach starten, tatsächlich mit dem allerersten Band, also die allererste Seite aus dem ersten Band. Seppis Tagebuch passt schon. Und da ist es so, dass der Seppi neu in die siebte Klasse gekommen ist und komplett neue Lehrer gekriegt hat für jedes Fach. Und er hat festgestellt, dass er einen neuen Lehrer gekriegt hat, und zwar in Deutsch, vor dem er besonders viel Respekt und Angst hat. Und mit diesem neuen Deutschlehrer startet die erste Seite im September und die lese ich jetzt mal vor. September, Mittwoch. Es ist einfach unglaublich. Der Rammelmeier, so heißt der neue Deutschlehrer, der Rammelmeier denkt, dass ich zu wenig denke. Nur weil der Deutschlehrer ist und denkt, er checkt alles. Ich soll mehr denken. Das hat er zu meiner Mutter so gesagt. Der Depp. Oh. Und dann schimpft er auch noch, dass ich zu stark bayerisch red. Und das Ganze traut er sich schon nach fünf Schultagen zu sagen. So lange kennt sie der Rammelmeier und der Seppi ja erst. Ich kenne mich jetzt schon seit fast 14 Jahren und würde mir so eine Behauptung nie zutrauen. Und in dem Buch kommen dann immer wieder Comics zwischendrin und bei dem Comic, der jetzt kommt, steht der Rammelmeier mit den Händen in den Hüften vorm Seppi und blast sie auf und sagt zum Seppi: Seppi! Du redest zu stark bayerisch und denkst zu wenig. Hängt das zusammen? Und der Seppi antwortet so, wie ein guter bayerischer Schüler in so einer Situation zu seinem Deutschlehrer antworten muss. Er sagt natürlich: Ja, ich denke, Sie haben recht, Herr Rammelmeier, weil Lehrer haben natürlich immer recht. Gell? Aber das, was ein Schüler sagt und das, was ein Schüler denkt, ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Und deswegen sagt der Seppi zwar das zum Rammelmeier, weil er weiß, dass er es hören will, aber eigentlich denkt sich der Seppi in der Sprechblase daneben einfach nur: Nerv nicht, Alter. Ja, und so geht die erste Seite los, so geht Seppis Abenteuer dann los. Das Schulleben vom Seppi kann man dann miterleben. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, solche Bücher zu schreiben? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mir unglaublich gern schon immer mal Geschichten ausgedacht habe, schon als kleiner Bub so Bücher schon versucht habe zu schreiben und dann in meiner Jugend für unser Dorfjugend in Breit so kleine Sketche geschrieben habe, für Fasching, für Bockbierfest, für Weihnachten, und die haben wir dann aufgeführt und ich habe gemerkt, dass mir das echt Spaß macht, solche Gaudi-Sachen zum Verfassen, und ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich dann irgendwann habe ich Geschichten für Weihnachten geschrieben, weil ich bin ein unglaublicher Weihnachtsfan, also wir zelebrieren das daheim mit meiner Frau, der Antonia, leben wir das wirklich in unserer Familie, und da ist es natürlich dann so, dass ich hier mit den Weihnachtsgeschichten dann viele gesammelt habe, und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass ich die Weihnachtsgeschichten dann zum ersten Weihnachtsbuch rausgebracht habe, und ja, dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Irgendwann ist dann der Seppi gekommen. Das Weihnachtsbuch kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich bin selber immer mal wieder gefragt, dass ich vor Weihnachten in der Schule oder an anderer Stelle mal eine Geschichte vorlese zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Und da finde ich deine Geschichten immer sehr passend.
finde, die treffen auch immer den Ton, sind nicht zu ernst, haben immer ein bisschen einen hintersinnigen Humor. Also ich kann jedem empfehlen, wer da mal Geschichten sucht, auf dein Buch zurückzugreifen. Freut mich. Hast du dein Weihnachtsbuch dann schon in einem Verlag rausgebracht oder wie hast du deine Autorenkarriere gestartet? Ja, tatsächlich, am Anfang als junger Autor einen Verlag finden ist so schwierig. Man hat mal kaum eine Chance, wenn man nicht genau diese eine Lücke erwischt. Und deswegen habe ich das erste Weihnachtsbuch Weihnachten, Liebe und Leben über einen Semi-Verlag herausgebracht. Der heißt BOD bei mir. Und dieses BOD übernimmt ganz viele Verlagstätigkeiten, ist aber jetzt noch nicht so richtig wie so ein richtiger Hauptverlag. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich es geschafft habe, dass dieses BOD-Buch tatsächlich in sehr vielen Buchhandlungen ausgelegen ist, dass es sich toll verkauft hat. Also ich war da hin und weg, wie viel da tatsächlich über die Ladentheke gegangen ist. Und mit diesen Verkaufszahlen kann man dann zum anderen Verlagen dann hintreten, dann sehen die das auch und dann haben die natürlich ein anderes Interesse daran, wenn die wissen, okay, den Namen kennt man schon auf dem Markt und kommt man leichter dann rein. Und so hat sich das dann bei mir ergeben mit meinem nächsten Weihnachtsbuch. Und wie war dann der Schritt zu Seppis Tagebüchern? Ja, es war dann so, dass der Rosenheimer Verlag dann zu mir auf mich zukommen ist und gesagt hat, er würde gern mein nächstes Weihnachtsbuch mit mir produzieren. Das war dann Weihnachtsstern und als ich dann bei der Vertragsunterschrift da war, bin ich danach mit dem Verlagschef vom Rosenheimer Verlag, der heißt Förg, also mit dem Herrn Förg zum Essen gegangen und wir haben einfach geratscht und dann sagt er zu mir, ja, Herr Schneider, haben Sie nicht nur irgendeine andere Idee außer Weihnachten, irgendwas, was gern schon immer mal machen würden? Und dann sage ich, ja, ich wollte schon immer mal neue bayerische Lausbubengeschichten verfassen, weil ich natürlich in der Jugend ein unglaublicher Fan von Ludwig Thoma war und auch von den Lümmeln vor der ersten Bank, also von den Hansi Kraus-Filmen. Und da war das schon immer im Hinterkopf bei mir, dass man sowas für die heutige Zeit auch machen müsste. So unbeschwerte Schulgeschichten. Und das habe ich ihm so vorgestellt und gesagt, ja, und verbinden würde ich das mit dieser neuen Comic-Roman-Variante, die jetzt damals kurz vorher mit dem Gregs Tagebuch auf den Markt gekommen ist, dass wir das wirklich aufs Bayerische übertragen und in unsere bayerische Schullandschaft reinbringen. Ja, und er war sofort begeistert und hat gesagt, ja, arbeiten Sie es aus, das kriegen wir. Und ja, und so hat sich dann der Seppi entwickelt und ist dann innerhalb von ein paar Monaten dann entstanden und zum ersten Buch dann angewachsen. Wie entwickelt sich eigentlich ein Buch? Wie lange braucht man? Wie schreibt man? Wie geht der Prozess voran? Ja, es ist so, dass ich für so ein Seppis Tagebuch nicht nur allein da involviert bin, sondern es ist so, dass ich ein katastrophal schlechter Zeichner bin und deswegen habe ich Gott sei Dank eine Profi-Illustratorin an meiner Seite, die heißt Nadine Keidel. Und mit der arbeite ich ganz eng zusammen bei dem Entstehungsprozess. Wir brauchen dann insgesamt so 9 Monate, also ein Dreivierteljahr, wo ich mir dann sämtliche Geschichten ausdenke, das Ganze auch mir überlege, was in einer Comiczeichnung dann drin sein könnte. Und das stelle ich dann der Nadine so zusammen und schicke dann das per E-Mail. Und die Nadine zeichnet dann daheim drauf los, schickt mir dann die Entwürfe, sagt, passt das so, hast du es dir so vorgestellt? Meistens ist es sogar so, dass sie es mir nicht einmal annähernd so toll vorgestellt hat, wie sie es schafft, weil sie wirklich eine fantastische Zeichnerin ist. Und ja, und so setzt man das dann im Laufe der Monate zusammen und nach 9 Monaten kriegt es dann der Verlag, dann geht das Lektorat drüber und irgendwann geht es dann in Druck. Wenn du beginnst mit einem Tagebuch, weißt du eigentlich schon, wie es ausgeht? Ja, tatsächlich weiß ich schon, wie es ausgeht, ja. Also zumindest grob. Ich überlege mir so die wichtigsten Stationen, was die so kommen sollten und wo ich dann am Ende hinlaufen möchte, aber zwischendurch kommt im Schreiben tatsächlich schon das ein oder andere dazu, wo ich sage, ja, das ist so lustig, das muss ich unbedingt noch reinschreiben, also da ist wirklich im Schreiben dann kommen zahlreiche Ideen, die ich mir vorher gar nicht erdenken hätte können und das ist so ein Zusammenspiel aus dem Grundstruktur, die ich habe und diese Gaudi, die ich dann beim Schreiben eigentlich entwickle. Hilft dir dein Lehreralltag bei der Suche nach Geschichten und Inspirationen?
auf jeden Fall. Also ich habe sehr viele lustige Schülerinnen und Schüler, die sich auch mal das ein oder andere ausdenken, wo man dann als Lehrer daneben steht und sagt, um Gottes Willen, wie können Sie denn so einen Schmarrn machen? Weil man es muss als Lehrer natürlich, aber eigentlich denkt man sich dann innerlich, coole Idee. Und merke ich mir dann natürlich und denke mir, ja, das könnte man irgendwie verwursteln in einem Buch. Und so entwickelt sich das dann, ja. Kannst du mal ein Beispiel nehmen, was du so verwurstelt hast? Ja, wenn ich an meine eigene Schulzeit dann vor allen Dingen auch an die Lehrer denke, ich war ja vor 30 Jahren an der Schule, da waren die Lehrer natürlich, ich sage mal, ein bisschen strenger noch oft und ein bisschen anders. Und wenn man dann weiß, wie die Lehrer sich im Unterricht verhalten haben oder was sie dann gefordert haben von den Schülern, wie akkurat sie dann waren und auch so diese Gaudi dann abseits, wenn sie nicht in der Schule waren, was dann hinter den Vorhängen passiert ist, das sind schon so Sachen, die ich dann immer mit rein verwurschtel, genau. Lesen deine Schüler eigentlich deine Tagebücher oder wirst du in der Schule darauf angesprochen? Ja, also ich denke, es lesen zahlreiche meiner Schüler. Ich habe da keine Umfrage gemacht und weiß es nicht ganz genau wie viele, aber ich werde immer mal wieder darauf angesprochen. Immer mal wieder kommt jemand auf mich zu und sagt, Herr Schneider, ich habe das zum Geburtstag gekriegt. Könnten Sie bitte mir Autogramm reingeben und erzählen mir dann auch, wenn Sie gerade die und die lustige Stelle zu Hause gelesen haben. Das ist dann sehr schön und freut mich natürlich riesig, wenn wir da ins Gespräch kommen. Du bist ja viel unterwegs, machst zahlreiche Lesungen, fast jede Woche. Wo wird denn Seppi eigentlich am meisten gelesen? Ja, ich bin tatsächlich jetzt gerade nach Corona sehr viel unterwegs und muss sagen, also im südbayerischen Raum bin ich eigentlich Land auf, Land ab, irgendwo jede Woche mal unterwegs. Also ganz viel im Bayerischen Wald, ganz viel Richtung Rosenheim, Brandenburg war meine allerletzte Lesung jetzt vor kurzer Zeit. Und also alles, was südbayerisch ist, wo bayerische Lausbuben sozusagen noch so intuitiv mit der Muttermilch aufgesaugt haben, da bin ich dort. Und wie ist das Feedback von den Kindern, von den Zuhörern? Ja, das Feedback, es macht unglaublich Spaß, solche Lesungen. Also es sind keine so starren Lesungen, wie man sich das vielleicht vorstellt oder vielleicht irgendwo aus dem Fernsehen mal von älteren Autoren vielleicht gesehen hat, sondern ich stehe durchwegs, ich lasse die auch richtig mit interagieren. Ich möchte auch von denen, dass die mal mitjubeln und mit schreien und dann richtig anfeuern. Also da geht schon richtig rund bei so einer Lesung. Und dementsprechend, ja, gefällt es die Schüler und Schülerinnen, glaube ich, schon sehr gut und vor allem mir auch. Du hast ja selber Kinder, müssen die manchmal als Testleser herhalten? Nein, also müssen, tun die gar nichts. Mein kleiner Sohn, der Sebastian, der ist jetzt in der zweiten Klasse, also der ist tatsächlich so, dass langsam so die Seppi-Zeit beginnt. An sich, sage ich so, ab der dritten Klasse ist so die beginnt so die Zielgruppe. Meine Tochter ist eine allgemeiner begeisterte Leserin und die liest es sich immer sehr gern durch und ihr Urteil ist mir dann auch immer ganz wichtig und merke natürlich, wie es, wenn sie es dann in die Hand nimmt und liest und dann schmunzelt, bin ich zufrieden und wenn sie es in die Hand nimmt und dann mal sagt, ja, okay, da hätten wir was anderes machen können, dann nehme ich das natürlich mir zu Herzen und schaue, dass ich da beim nächsten Mal das vielleicht besser mache. Es gibt ja jetzt 9 Bände von Seppi, er hat ein ganzes Schuljahr durchlebt. Jetzt kommt er in die nächste Klasse, wie geht's denn weiter? Also im Moment geht's gar nicht weiter. Der Seppi hat jetzt wirklich dieses Schuljahr zu Ende gebracht, ist jetzt da in den Sommerferien im letzten Band und nach Italien gefahren, wie ein richtig typischer bayerischer Junge. Gehört sich das natürlich, dass man in die Sommerferien nach Italien auf den Campingplatz fährt und da trifft er dann ganz viele Bekannte dann auch, die natürlich auch nach Italien fahren. Und an der Stelle war es jetzt so für mich, dass ich jetzt mal gesagt habe, es ist ein Schuljahr rum, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Pause einzulegen und weil ich andere Projekte im Kopf gehabt habe, ein ganz spezielles, wo ich jetzt gerade sehr intensiv dran bin und jetzt mal einen Fokus auf die anderen Projekte lege. Das heißt, also im Moment geht es noch nicht weiter, ich möchte es aber nicht ausschließen, dass es irgendwann mal kommt, aber im Moment ist der Fokus auf dem anderen. Lieber Hans-Peter, wir sind gespannt. Zum Schluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Also ich stehe sehr gerne früh auf, ich komme aber ganz schlecht raus. Also ich genieße es unglaublich, wenn ich mal rausgekommen bin und dann einen Sonnenaufgang zu sehen. Aber ich schaffe es nicht immer. Kaffee oder Tee? Kaffee, auf jeden Fall. Ketchup oder Mayo? Unbedingt Ketchup. Berge oder Meer? Oh, das ist schwierig. Beides toll. Ein Tick mehr Meer, weil ich gern Sommer habe, aber Berge mag ich schon auch sehr gern. Sommer oder Winter? Sommer. Schweinebraten oder Salat? Hat da schon jemals mal wer Salat gesagt? Nein, ja, Schweinebraten. Lehrer oder Autor? Beides. Tatsächlich, mein Traum ist genau das, wie ich es jetzt gerade habe. Ich möchte auf keinen Fall nur Autor sein. Nur Lehrer wird gehen, sage ich auch, aber das mein Hobby nebenbei einfach so machen und da jetzt als Autor auch durch viele Schulen reisen und Lesungen machen dürfen und das haben und trotzdem als Lehrer den Schülern was beibringen dürfen, das ist ganz besonders für mich und ich möchte beides nicht missen. Also ich genieße das wirklich unglaublich so. Optimist oder Pessimist? Optimist, immer. Aber lieber Hans-Peter, dann sind wir mal optimistisch, dass es eine Fortsetzung zu Seppis Tagebüchern gibt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es viele Fans gibt, die darauf warten, mit dem Seppi ins neue Schuljahr zu starten. Dir wünsche ich alles Gute und bedanke mich für das Gespräch. Ich sage auch danke, hat echt Spaß gemacht. Servus. Und am Ende dieser Folge hätte ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch der MDB-Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn und erzählt euren Freunden davon. Wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an reinhard.brandl@bundestag.de. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg und freue mich auf die nächste Station. Die Route wird berechnet.